Salut Pilot, willkommen zurück und willkommen zu einem weiteren Video hier auf diesem Kanal. Heute sprechen wir über die neueste zielsuchende Waffe aus dem Hause Plarium, bei der ich mir immer noch nicht ganz sicher bin, wie man sie jetzt eigentlich ausspricht, aber wir nennen sie jetzt einfach mal Savant. Es geht um die Savant 8. Wie die Waffe funktioniert und ob sie was taugt, das erfahrt ihr nach dem Intro. Die Savant 8 ist eine zielsuchende Waffe mit einer maximalen Reichweite von 80 Metern, die auch gleichzeitig die Idealreichweite darstellt, einer Magazinkapazität von 6 Schuss und einer Nachladezeit von 7 Sekunden. Die Waffe verfügt über ein eigenes Zielsystem, das bis zu 3 Gegner gleichzeitig beschießen und zerstören kann. Eine Besonderheit der Savant ist, dass sich der Schaden erhöht, je mehr Gegner gleichzeitig beschossen werden. Und das ist auch notwendig, um die Waffe spielbar zu machen. Denn anderenfalls würde man den Damage der Waffe verwässern, je mehr Gegner man gleichzeitig beschießt. Bei 2 gleichzeitig beschossenen Gegnern liegt die Schadenskalierung bei 133% mehr Damage, bei 3 gleichzeitig beschossenen Gegnern sogar bei 225% mehr Damage. Die Ballistik der Waffe ähnelt der Helix, mit dem Unterschied, dass sich die Ballistik der Situation besser anpasst. Aber wie gut ist die Savant nun eigentlich? Lohnt sie sich oder sollte man lieber die Finger davon lassen? Dieses Teil ist für mein Empfinden ein absolutes Must-Have. Sie ist extrem stark, bekämpft mehrere Gegner gleichzeitig und hat das Potenzial, die Lücke zu füllen, die der Disc-Launcher Nerf hinterlassen hat. Durch diese Waffe wird der Aegis wieder richtig interessant. Und auch mit Lacewing in Kombination mit der Servant lassen sich komplette Spiele dominieren. Natürlich sind wir hier auf dem Test-Surfer und ich konnte die Waffe bisher ausschließlich gegen Bots testen. Wie das Ganze gegen Echtspieler funktioniert, muss die Zeit zeigen. Ich persönlich empfinde die Waffe allerdings als sehr effektiv und denke, dass sie das Spiel nachhaltig verändern wird. Am besten spielt man sie auf Lacewing, Aegis, Eclipse, Surge, Nomad oder sogar Seeker. Wobei auf Seeker, na, da braucht man etwas Übung. Aber was haltet ihr von der Savant? Lasst es mich wissen in den Kommentaren. Wir sehen uns zu einem weiteren Video und bis dahin macht's gut und macht sie fertig.